Hi. Ja, du wolltest Lass unbedingt. mich los, lass mich Du los. wolltest unbedingt. Du wolltest unbedingt. Lass mich los. Also doch wieder nicht. Also, Clarissa, meine Ziehtochter hat mich gebeten, heute Abend nochmal ein Live-Video zu machen. Und ich weiß nicht genau, was ihr gerade das Wichtigste ist, aber wir waren heute mit sehr interessanten Hausaufgaben aus dem, naja, heutzutage heißt das peinlicherweise, Clarissa, das mit dem Selbstmord kommt ganz zum Schluss. Das habe ich aber tausendmal erklärt, mein liebes Schwein. Okay, können wir mal zurückspulen? So, à la Gutenberg kennt ihr ja noch, gell? Also, es geht um eine hochinteressante Sachkundeaufgabe. Und meine, naja, die schönste Ziehtochter der Welt eben, die mich zu diesem Video hier zwingt. Das bewaffnet ist, habt ihr ja gerade gesehen. Hat mich also gebeten, mit ihr irgendwie live zu gehen. Wir sind jetzt gerade live, Clarissa. Ja. Ich habe ihr heute Mittag ein bisschen was über Klapperschlangen beigebracht. Wie machen Sie Klapperschlangen? Hast du gar nicht. Also, welches Tier macht immer so, Clarissa? Katze. Echt? Ich Kau, verwechsel kau. die immer mit Klapperschlangen. Clarissa, komm, komm, komm ins Bild, komm ins Bild, komm ins Bild, komm ins Bild. Komm ins Bild, sonst kann ich doch gar nicht behaupten, ich werde dich missbrauchen für meine politische Propaganda hier. Und darum geht es ja in Wirklichkeit. Oh, ein Nazi, wie er im Buch steht, vor der Reichskriegsflagge und der Hitlerflagge. Lass Mensch, jetzt lasst mich. Bist mal Papi zu winken? Hi Mike, falls du uns jetzt gerade zuguckst oder so, wie du siehst, ey, du wärst genau meiner Meinung. Ich fange jetzt mal an, diese Sachkunde-Unterrichtsaufgabe hier so darzustellen, dass es nicht nur langweilig klingt. Darf ich anfangen? Versuch zur Frage, warum fallen die Milchzähne aus? Achtung, Milchzähne. Also es wird zu einem, also ihr alle kennt ja auch das Darknet, okay? Jeder, der unbedingt wissen will, wie man eine Bombe bastelt, der googelt es zweimal. Nach dem dritten Treffer hat er ungefähr das. Und ab und zu hat er die Hamas auch mal was gekriegt. Das war ka nicht keine Äußerung pro oder gegen Hamas. Bloß, wenn man jemanden Terroranschlag planen will, wenn man wissen will, wie man eine Bombe baut, das findet jeder der im Internet. Und was bringt man unseren? Du brauchst einen, ich traue mich das gar nicht so laut zu sagen. Ja. Mach's einfach. Hast du gesagt, mach's einfach. Ja. Einen Luftballon. Klebezähne. Sören. Ein Versuchspartner. Luftballon, Klebezähne, ein Versuchspartner. Hey Freunde, ohne Scheiß. Ich war mal 13 Jahre alt. Immerhin doppelt so alt wie die Clarissa, aber dafür auch doppelt so naiv, okay? Aber wenn ich eine Aufgabe bekommen hätte, mit 6 Jahren, und alles, was ich dafür brauche, ist ein Luftballon, Klebezähne und ein Versuchspartner. Partner. Okay, also, ey. Ein paar wertkonservative Dinge habe ich manchmal drauf, ne? Eins dazu gehört, dass ich von diesem ganzen Gender-Wahnsinn, der nach der Revolution sowieso abgeschafft wird. Das heißt, man darf natürlich, also jeder, der weiterhin meint, er muss drei Geschlechter haben, der darf das und so, aber es wird nicht mehr so dargestellt, als ob das jetzt das Normalste der Welt wäre, okay? Wenn ich im Alter von 6 Jahren nur gelesen hätte, du brauchst einen Versuchspartner. Ja, Versuchspartner. Warum eigentlich nicht, warum eigentlich Partner? Warum eigentlich immer auf die Männer? Ich habe aber. Clarissa, mal schauen. Also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt und so. Ach, übrigens, schönen Gruß an Frau Hähnel, gell? Frau Hähnel, ich bin der. Also, der Verlobte von Anja Fuller, der Erzeugerin von ihrer fantastischen Tochter Clarissa hier. Wink mal kurz.
Die Frau Hähnel guckt jetzt zu, man, die freut sich doch. Frau Hähnel, wir haben auch hier ein Video gesehen mit den Kaulquappen und so. Ich nehme an, dass Sie das waren. Ach so, wir haben noch eine Frage zu diesen Klebezähnen übrigens hier. Also mal abgesehen davon, dass eigentlich... Ich gebe Ihnen mal ein kurzes Beispiel. Cool. Ah ne, damit geht's auch. Also welcher normale Mensch denkt denn bei diesen Bildern hier ernsthaft an Zähne? Ich habe jetzt hier leicht was verändert. Sind das jetzt faule Zähne? Und das ist der Pädophilentest, vor dem sie uns alle warnen. Das ist CIA, Verschwörungstheoretiker. Also ich habe da sofort 8 Beinen gesehen. Also die Ärsche sehen so ein bisschen wie Nasen aus. Aber das ist eindeutig. Also das ist im Prinzip Aufforderung zur Pädophilie. Sag, habt ihr sie noch alle? Liebes Kultusministerium, könnt ihr bitte ganz schnell alle eure Kohle an mich überweisen und mich den Job machen. Ey, das ist kriminell, was ihr da macht. Also ich habe ja mal kurz darauf hingewiesen. Hier in dem Bereich, hier sieht man zum Beispiel sogar einen Arsch. Also das ist jetzt die Skizze, die ich also retuschiert habe. Also die Strapsen gehen natürlich auf mein Konto hier in der Nahaufnahme. Also ich habe so diese Netzstrümpfe da angedeutet, nicht? Aber jetzt mal im Ernst. Luftballon, Klebezähne, Versuchspartner. Bitte, 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 das nächste Mal eine Gebrauchsanleitung, die erstens mehr als 3 lächerliche Artikel hat und die bitte im Edeka leicht erwerbbar ist, wo jeder sofort gemeint ist. Wissen Sie eigentlich, wie blöd ich mir heute Mittag vorgekommen bin, wo ich im Edeka war? Ja, guten Tag, wir brauchen für die Schule einen Versuchspartner. Wisst ihr, ohne Scheiß, wirklich, da über mich lacht halb Edingen. Also auf jeden Fall jetzt doppelt so viel wie vorher, schon, sowieso schon. Und hey, es war beschämend, okay? Und ich hab einfach mal gesagt, wenn ich hier in Edeka, die denken doch alle, die Puffs haben alle geschlossen. Ein Versuchspartner, verstehst du? Und dann mache ich das auch noch mit der Mama im Arm. Und mit der Clarissa. Ja, und das haben wir alles heute live erlebt. Also bitte, liebe Pädagogen, Entschuldigung, es war wieder sexistisch, Pädagog Sternchen groß Ihnen und liebe Diverse, wie konnte ich sie eigentlich bloß vergessen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe männlichen und weiblichen Damen und Herren, Clarissa, wir sind beide immer noch bei Sachkunde, ja? Was verbindest du mit diesen Bildern hier? Komm ins Bild. Oder sagen wir mal so, was ist denn interessanter? Diese Bilder hier oder diese Schachtel? Wie war Risiko? Wir haben heute Mittag Risiko gespielt. Also was gefällt dir besser? Diese Schachtel hier mit Schokolade oder diese 8 Dinge, die Zähne darstellen. Also, die Wahl ist also wirklich eindeutig. Also, der Ausschlag geht doch klar in Richtung Diabetes. Durch zu viel Zuckerkonsum. Und nicht vor Zahnausfall. Die Wahl ist getroffen worden. Die Würfel sind gefallen. Alle, ja. Nee, ob. Alle, jä. Also Plural, alle, jä. Jagte sund. Frau Hähnel, ich hab's ja im Humor. So,
Sonst hätten sich sowas nicht einfallen lassen. Und ich finde das eine super Arbeit in diesen schwierigen Zeiten und so. Wir haben es hier auch nicht leicht und so, abgesehen davon, dass ich an der Produktion von diesem Girl hier neben mir gar nicht beteiligt war, aber ich liebe sie, als wäre sie ein, als wäre sie, als wäre sie eine Frucht meiner eigenen Lenden gewesen. Ansonsten, ja gut, politisch war es nicht viel los. Bitte lassen Sie sich bitte überhaupt keine Zeit, um nochmal die Beflaggung hier zu hinterfragen. Übrigens, das ist die Wirma-Flagge, nicht die Pegida. Wirma, Kollege von Stauffenberg, okay? Einem aufrichtigen Deutschen, der irgendwann mal gesagt hat, Hitler muss gestoppt werden. Hat etwas gegen den größten Nazi der damaligen Zeit getan. Heute gibt es, Gott sei Dank, ich habe letzten Samstag waren es schon 100.000, die auch bereit sind, etwas gegen die Nazis, die jetzt an der Macht sind. Und damit meine ich nicht die AfD. Nein, ich meine Merkel, ich meine Spahn, ich meine den ganzen Brüsseler Haufen. Ich meine alle Leute, die so viel Scheiße gebaut haben, okay? Nein, nicht gegen die Flüchtlinge. Gegen die Menschheit. Wenn es wenigstens für die Flüchtlinge besser wäre. Ihr fahrt hier alles am Arsch. Wir haben euch natürlich geschaut und wir werden jedes Wochenende mehr. Was denn? Ja, das ist Sachkunde. Ach so, ja, gut, das war vielleicht ein bisschen viel zu viel Sachkunde. Ja, okay, das kann sein. Gut, nee, pass auf. Nee, ab, ja. Ja, nee, es war ein bisschen viel Sachkunde, muss man zugeben. Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren. Ein Zitat von meinem immerhin Vornamensgenossen Sören Kierkegaard. Also das hier ist jetzt zum Beispiel Deutsch, aber so ein paar Klassen höher. Aber das mit der Sachkunde, das haben wir geklärt. Diese Sache hier. Also sagen wir mal, das hier ist der Luftballon. Das hier ist ein Hase, der hat Klebezähne. Und das hier ist der Versuchspartner. Also der Schwächste natürlich, obwohl der macht. Ja. Ja, nee, die sind gleich schwach. Schau mal, Schatzi, ich erkläre das jetzt wirklich nochmal. Sie hat sich beschwert, weil es zu politisch wurde. Also nochmal. Also wir haben einen Luftballon, okay? Ich mache das jetzt einfach hier mit Schokokram. Clarissa hat einen klaren Verstand. Wahrscheinlich, weil sie gern Schokolade isst. Das ist nämlich gut fürs Gehirn. Ist auch wissenschaftlich bewiesen. Hier, also ein Luftballon, einen Klebezahn. Besitzer von Klebezähnen. Das unterstelle ich einfach mal klebrigen Schokoladennasen, dass die klebrige, also dementsprechend auch Klebezähne haben. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Versuchsopfer. Was jetzt in meiner Darstellung ein bisschen unlogisch ist, ist das, also das Opfer muss eigentlich immer kleiner sein. Aber man kann hier mit optischen Täuschungen sehr gut arbeiten, wie ich sehe. Also hier ist das Opfer. Wir sagen jetzt einfach bloß noch Opfer. Das, Versuchsperson. ach, Versuch, ja, ach, Versuchs, also Entschuldigung, ganz genau genommen, Partner, darauf wollte ich ja hinaus. Also hier haben wir ja, naja, also es gab ja mal eine Welt, da gab es bloß Männer und Frauen. Und ja, da gab es dann manche, die waren so verrückt, sich sogar zu küssen oder so sogar zu heiraten. Und spätestens dann hat man sehr viel Zeit, zu viel Zeit miteinander zu verbringen. Und dann kommt es auch manchmal zu Rangeleien. Dann geht es darum, wer ist denn jetzt der Versuchspartner? Oder noch schlimmer, also die meisten dieser Konflikte werden dann so gelöst. Sexuell. Und dann geht es eigentlich bloß noch darum, hat Martin Luther wirklich gesagt, der Mann soll immer oben liegen. Aber nicht um ganz wesentlichere Dinge, die auch Martin Luther gesagt hat. Der Reformator, für mich nach wie vor der größte Deutsche bis heute. Kurz hinter, also noch vor Armin dem Kirsker. Lass mich los. Oh, sorry, Entschuldigung. Und Sachkundiger, jetzt bin ich wieder in Geschichte abgerutscht. Okay, also das haben wir geklärt. Luftballon.
Zähnchen, Versuchspartner. Der Versuchspartner ist der, der das am Ende alles abkriegt. Luftballon, Klebezähnchen, egal wie die Zähne befestigt sind, ob mit sehr guten Dübeln, vielleicht mit einer umfassenden Raketenummantelung und TNT, sagen wir, im 500-Gramm-Bereich, Kilogramm, ach nee, wie heißt es bei euch drüben, Tons, 500 Tons Bomb, maybe, could be. Manche Sachen kann man auf Englisch besser erklären als auf Deutsch. Also, nochmal Luftballon. Luftballon gegen Zahn. Weich gegen hart. Zäh gegen wehrlos. Hart gegen weich. Und ganz zum Schluss knallt ein Luftballon. Und dann... Mann, das macht mich alles so traurig. Dann passiert das Schrecklichste überhaupt. Ich meine, dass ein Luftballon kaputt geht. Peng, mein Gott, der kostet 5 Cent mittlerweile. Die Klebezähnchen, die gehören ja bloß dem Arm. Ach, den war halt hier jetzt albernerweise durch einen Schokoladenhasen. Der hat keine Nerven. Da. Hätte er Nerven, hätte er jetzt geschrien. Also, um den geht's auch nicht. Aber das arme Opfer, das ist der, der den Knall hört. Und der hat dann 2 Ohren weniger. Und das finde ich unverantwortlich, sowas kleinen Kindern beizubringen. Versuchspartner. Und das war jetzt noch einer, der einen Knall von einem Luftballon überlebt hat. Meine Katze hätte es übrigens fast nicht überlebt. Schönen Dank nochmal. Das war Junior. Das war Junior. Bitte sag es nochmal. Es hat keiner mitbekommen. Carissa, bitte steht dazu. Geh vor die Kamera und sag, das war Junior. Okay, jetzt. Das war Junior. Also, Junior. Sie bekommen es ja demnächst auch noch in schriftlicher Form und so. Das haben wir ja schon unterschrieben, gell? Ja. Also, unsere Katze hat den Luftballon kaputt gemacht. Unsere 2 Katzen haben den Luftballon zerstört. Ja, meine Frau war da. Ne? Meine Frau hat sich noch mehr mit Geschichte beschäftigt als ich. Und dementsprechend natürlich auch eine rustikalere Ausdrucksweise. Ja, das ist ein Zettel, wo wir immer noch überlegen, ob wir uns den einfach an den Hut stecken sollen. Aber ich habe Spaß, da schicken wir einfach mal los. Den Klebezähnen. Und es war Junior. Und es war Junior. Come on. Dudes, let's play some rock and roll. Hören? Nothing else matters. I don't care. Hören Sachkunde. Sachkunde. Ey, das war jetzt ganz schön viel Sachkunde übrigens. Das war Sachkunde, für die ich übrigens wahrscheinlich morgen erstmal in... Ah ja, jetzt schauen wir mal. Ich sag, die braucht echt mal neue Seiten, ehrlich. Mhm. Auf der Spiel geht's. Hören? Nein. Du hast gesagt, singen ist verboten. Ich habe nicht gesagt, singen ist verboten, um Gottes Willen. Das ist Quatsch. Du wolltest mir vorhin das Singen verbieten, so rum war's. Gib's zu. Gib's zu. Da ist die Kamera. Ich weiß, dass da die Kamera ist. Ist this real life? Is this just fantasy? Caught in the landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up in the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low,
Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. To me. Und jetzt kommt die große Beichte halt so, das Kind. Also Queen halt. Mittlerweile sind ja auch fast alle verhaftet, glaube ich, von der Queen Family. Also ich meine jetzt nicht die Band Queen, sondern die Real Royals. Aber ich finde es gerade witzig, weil es gerade von Queen ist und jetzt kommt ein Geständnis, wie wir sie wahrscheinlich gerade aus der Königsfamilie noch ein paar Mal hören werden demnächst. Mama just killed a man, a red child even. Put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, it's not tomorrow. Carry on, carry on. Mit ins Bild. Ach so, da ist nicht mal. Oh Lord, could you buy me a Mercedes Benz? My Benz are rough cautious. I must make amends. So God down behind me and feel to my seat. Oh Lord, won't you buy me a Larissa, du machst nicht ganz so mit, aber ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen sicherer, wenn ich den Günther neben mir weiß. Also wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen hier umwechseln. Nein! Ja, Larissa, aber das sagst du auch bei Sachkunde. Weißt du, das mit dem Nein, also das haben wir jetzt wirklich kapiert. Go, schau, das war mit Günther. Und das beruhigt mich irgendwie, wenn der mit dem Bild ist, verstehst du? Und du alberst jetzt einfach dazwischen rum, wie du gerade Bock hast. Und in der Zeit singen wir ein Lied von der völlig überschätzten Rock'n'Roll-Gruppe AC/DC. Die haben nämlich zufällig ein Lied über die Clarissa geschrieben. Das habe ich neullich am Baggersee festgestellt, am Fischteich festgestellt und so. Da eine andere Dame meinte dann noch so, seid ihr euch sicher, dass es nicht Whole Lotta Rosie ist? Nein, es war nicht dieses Lied, okay? Also wir spielen jetzt ein Lied von AC/DC. Eine von mir sehr geschätzten Gruppe aus Australien. Angeblich irgendwie Australien. So. Also Leute, die eigentlich nie was anderes gemacht haben, als zu arbeiten und zu rocken. Pay the price.
gesagt, das Kinderlied überhaupt. Make my stand, no man's land, on my own. Man in blue, it's up to you to see the sun. What I want, I reach, but I don't, I speech. And you're on my list. Get out of life, got a 45. And I never miss. I'm a problem child. I'm a problem child. Come, I'm a problem child. Problem child. And I'm wild. Every night, three lights, I drink my booze. Some run, some fight, but I win, they lose. What I need, I like, what I don't, I fight, and I don't like you. That's why, while you're still alive, you try me through. Und jetzt nur die Katzen. I'm a problem child. I'm a problem child. Entschuldigung, mein Feind. Problem cat. I'm a problem cat. Problem child. I'm a problem child. I'm a problem child. Problem child. Dieses Video ist der letzte verzweifelte Ruf eines Mannes, der an QAnon glaubt und an die große Liebe und an auch an alles, was er sich damit sonst noch eingehandelt hat. Der einzige Ziehvater der Welt, der noch nicht mal den Schimmer hat, worauf er sich eingelassen hat. Übrigens, in dem Lied gerade eben ging es um Booze. Entschuldigung, muss er. Ich habe ja einen Ruf zu verlieren. What I need, I like. What I don't, I fight. And I drink my booze. Nee, wir haben ja gesagt, das ist, also heute geht es um Sachkunde. Dementsprechend. Hast du noch eine Frage, Clarissa? Oder wollen wir einfach weiter? Au! Übrigens, es gibt eine deutsche Rockgruppe, die hat auch mal ein Lied geschrieben über die Clarissa. Also die Clarissa ist, wie gesagt, hier die junge Dame, die neben mir sitzt. Das hier ist mein Schlagzeuger. Der sieht mittlerweile echt, da steht mittlerweile den gleichen Bart wie Tom Mariah an dem Tag, wo ich mit ihr durch ins Bett, ins Bild. Ins Bild. Achso, okay. Das wird nie passieren. Na gut, pass auf, da kannst du eigentlich froh sein, weil wir haben ja einen Schlagzeuger, der nicht so das Problem hat, ich will auch mal nur spielen, verstehst du? Das Problem haben manche Schlagzeuger. Der Günther, der ist ein zufälliger, weißt du, der ist ein guter Torwart. Der hält dir hinten den Kasten frei. Also, es gibt noch ein Lied über die Clarissa von der Gruppe Accept, auch aus den 80ern natürlich. Was erzähl ich denn? Das gerade eben Problem Child war, glaube ich, sogar noch 70er. Nee. Falls der Tom zuguckt, der wird mich dann morgen korrigieren.
eigentlich sehr wichtig ist. They say I'm in danger to the public and all. I only wish they could see. I'm just a product of a screw-up ball. But hey, they all laughing at me. They all laughing at me. I'm a rebel, rebel. Don't you just know it? I'm a rebel, rebel. Don't you just know it? Aushauen unter euch, also auch für meine geliebte Anja, die jederzeit hier übrigens immer ins Bild huschen darf. Also, ja, sie lässt es zu. Ne, jetzt kommt eine Strophe, da geht's auch um Hausarbeit. Noch weiter, du musst näher zu mir kommen. Schau mal, was jetzt für eine Strophe kommt. Ziemlich in der Mitte. Wo war das? Das ist die Strophe, über die sich die Persil-Werbung sehr freut. Never ever wash my old blue jeans. Damit's auch wirklich jeder kapiert. Never ever wash my old blue jeans and brush the smile off my face. But still I'm a member of the human race. Human race. Human race. Human race. I'm a rebel. Don't you just know it? I'm a rebel, rebel. Don't you just know it? I'm a rebel, rebel. Don't you just know it? I'm a rebel, rebel. Don't you just know it? I'm a rebel. Prophetisches Lied von der Gruppe Accept, I'm a Rebel, die ja damals die Clarissa, die der Rebel überhaupt was ist. Was ist los? Da seht ihr das schon wieder. Okay, jetzt kommt ein Lied über ein, also erstmal ein, also das ist wieder von AC/DC. Es geht um die Hölle übrigens. Und nein, es ist nicht das langweilige Highway to Hell und es ist auch nicht das langweiligere Hell Spells, sondern hier geht es um eine real erlebbare Geschichte. Also ich habe diese Geschichte hier erlebt, Bon Scott offenbar auch. Es geht so ein bisschen darum, wenn man sich mit der falschen Frau einlässt oder so. Dabei habe ich mich mit einer richtigen eingelassen. Und die falsche Frau, falls die jetzt gerade zuguckt, die weiß es mittlerweile auch, wer meint auch. Naja, es war halt eine andere, es waren sehr verrückte Zeiten. Wenn man sich in einer Beziehung, wo eigentlich beide wissen, dass es am Ende ist, immer noch wohlfühlt, weil man sich an den Schmerz so gewöhnt hat, oder weil es einfach einfacher ist, der Mensch ist ja ein unwahrscheinliches Gewohnheitstier. Also, wenn man sagt,
lieber das vertraute Elend, so wie zum Beispiel auch damals das Volk Israel, wo sie sich mitten in der Wüste zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens gesehnt haben. Ja, ich wollte Sachkunde, ich weiß. Komm gleich wieder Sachkunde. Diesmal von AC/DC, ausnahmsweise. Wir haben überhaupt sehr viel australische Unterstützung heute. Also ein Lied über eine, oder wie heißt es heute? Toxische Beziehung. Keine Sorge gemerkt, oder? Ja, morgen werden bei mir auf Facebook Leute anrufen und sagen, you are Angus Young and you could sing it in the same way. Was denn? Sachunterricht.
mache ich doch die ganze Zeit. Pass mal auf, das hier ist Sachunterricht vom Feinsten, vom Feinsten. Es geht. Naja, gut, okay. Okay, nee, komm, mal schauen, ob ich es auswendig hinkriege. Lange nicht geübt. Letztes Mal Lagerfeuer vor 2 Jahren. Das weiß ich, dass ich da noch hingekriegt habe. Also Sachkundeunterricht. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal. Also, die Hauptaufgabe für die, die schon länger zuschauen oder sich wirklich den ganzen Quatsch jetzt schon seit einer Stunde reinziehen. Oh, das war der Anfang von dem, von Tim Böckow und der was. Ich mach den. Ja. Du musst nur so lange auf Erden bleiben, bis du sie so fit hast, okay? Dann ist deine Auftrag erfüllt. Ja. Das ist dein neuer Schlagzeuglehrer. Das ist eine neue Schlagzeugschülerin. Okay. Oh, Claire und Rickstein, geil. Erden vergeben. Was überhaupt? Okay, Sachkundeunterricht. Also, es gibt ein Lied über. Ein Gegenstand, den du heute in der Sachkunde-Hausaufgabe, die du leider nicht erledigen konntest, weil wir hier zwei äußerst, äußerst süße Stubentiger sitzen haben und die halt den einen zerstört haben von den 100 Luftballons. Aber zum Glück sind ja auch 99 da. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. Und lass sie fliegen in den siebten Himmel, genau wie ihre Mama. Leute, Kinderliebe, Frauenliebe und die Philadelphia, die Liebe von Mann zu Mann, also die nicht homosexuelle Liebe von Mann zu Mann.
Sehr viel brauchen wir nicht, um aus diesem Planeten ja was Erträgliches zu machen. Achtung, jetzt kommt wieder Sachkundeunterricht. Also die Luftballons haben wir jetzt durch. Es gibt eine Band, die hat sich tatsächlich mal die Aufgabe gemacht. Also ich tarne das halt jetzt so, als ob es genau dafür... Aber das merkt so, ach, schaut ja eh wieder keiner zu. Also, die Band Dire Straits. Dire Straits finde ich übrigens einen sauguten Titel, also Namen überhaupt für eine Band. Das heißt Totale Pleiten. Und Dire Straits sind bekannt geworden dadurch, dass sie eigentlich nur 5 oder 6 Alben rausgebracht haben. Ich bin trotzdem ein sehr großer Fan dieser Gruppe mit Mark Knopfler als dem Big Chief. Gehe auch ab und zu Brothers in Arms, wo ich auch meine hoffentlich bald endgültige Gattin neulich schon hingeschleift habe zum Konzert. Und sie haben einer der unbekannteren Titel von ihnen. Da geht es unter anderem nicht um Luftballons. Weil die hatten wir ja gerade. Es geht komischerweise auch nicht in erster Linie, sage ich jetzt mal, um Klebezähne. Wobei ich tue mich mit dem Lied ein bisschen schwer, deswegen kündige ich es ungefähr so lange an, wie ich es dann auch spiele. Und es ist eigentlich der unbekannteste Titel überhaupt von den Dire Straits. Und es geht nicht um Luftballons, es geht nicht um Klebezähne, sondern um Versuchspartner. Übrigens, das trifft auf die Hälfte der gesamten Rockgeschichte zu. Es geht immer um Versuchspartner. Wow. In diesem Fall ein Versuchspartner, der einfach mal eine andere Kneipe ausprobiert hat. Also der landet da quasi, so habe ich das Lied immer verstanden, also er wollte eigentlich in eine andere... Wollte ich echt mal wieder machen, aber dafür reicht es noch. Für Dire Straits reicht es noch, voll die Beleidigung an Mark Knopfler. Der war also mit Sicherheit einer der besten Gitarristen der Welt. Okay, also wie gesagt, es geht um, ja, schreckliche Dinge wie zum Beispiel Versuchspartner, okay? Und in dem Fall war der Versuchspartner die Kneipe und dann geht es innerhalb von, naja, das kriegt ihr gleich selber mit, den einen oder anderen kennt ihr vielleicht doch oder so. Und es geht unter anderem darum, dass in einer Welt, in der sich alles nur noch um diesen That's What They Call Rock and Roll dreht, jemand einfach every Friday evening listening easy plays his guitar and he's a daytime job, for example. He's doing quite all right. Like the most working class people do and did. But if Mr. Trump saves us all, then these times are over. Thank you very much. You're welcome. Also wie gesagt, eher so eine schräge, unbekannte Nummer von denen. Wo ist die Tröte? Unter meinem Blatt wahrscheinlich.
Vital George, Venus, Albatross. But he is like the rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. They say an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like everything. Saving it up for Friday night. With the Sultans. With the Sultans, that's right. And platform souls. Holding you the gun on any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. With the Sultans and the Sultans of Spain. Steps upright to a microphone. It says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Makes it fast, but one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans. Ding, 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 ding. Verrutschten eigentlich immer die Kamera immer dann, wenn ich Körper gut aussehe. Das ist echt so. Wahrscheinlich war die Clarisse, dass ich dann dauernd in den Vordergrund stelle. Aber der Boss vom Karren zu stark ist.
Ja, ja, genau, also kleiner Wind mit dem Wolkenkratzer, das selbstverständlich mein, der eigentliche Musiker von uns auch mal wieder ins Bild möchte. Oh, der Ingo schaut sogar zu. Oh, beim Ingo habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwas Intelligentes machen. Aber immer, ja, was denn? Ja, das ist doch Sachkunde, das ist die ganze Zeit schon Sachkunde, ja. Baby, ich habe es euch erklärt. Ja, ich sag manchmal so, also mein eigentliches Baby ist die Anja hier. Das ist mein Schlagzeuger Günther. Und das hier ist meine Ziehtochter Clarissa, die sich auch gerne ungern in den Vordergrund stellt. Was weiß ich. So, dass das ich wie immer die Drecksarbeit machen muss. Und der Sozialpädagogen Sachkundeunterricht. Ich benutze dabei, ich mache so ein bisschen so, also ich mische ein bisschen mit was Kulturellem. Mal ein passendes Lied, so einen Luftballon zum Beispiel, hatten wir gerade eben. Versuche nebenbei, indem ich auf meine Bedarfsmedikation umschalte, so einen Schwachsinn hier zu erleben. Das Ergebnis von, wie lange steht es jetzt schon, staatlicher Gewalt? 4 Jahre locker schon, oder? Wieder? Schaut mal, Kinder, Eltern und Lehrer vor allem. Lehrer. Seht doch Clarissa mal nicht immer so als Täter, seht sie doch mal als Opfer. Auch nicht von mir, Bill. Also, ich bringe Clarissa mittlerweile anhand von Liedern Sachen bei, die sie im Sachkundeunterricht lernt. Und nebenbei lernt sie übrigens auch noch Englisch. Und das in der 6. Klasse und sie hat mich schon 3-mal im Schach abgezogen. Heute in Risiko. Das war das schnellste Risikospiel, das ich jemals nicht ernsthaft gespielt habe. In dem Lied jetzt, da ist viel die Rede davon, dass es im Leben auf und ab geht. Und dass man jagen kann. Ja. Darf ich weiter hier rummachen? Ach, da ist gerade jemand, der stimmt. Okay, dann warte ich. Dann warte ich kurz. Ja? Hab ich gerade mitbekommen. Mama? Ja, was? Da war Sänger drin. Möchtest du? Nö. Das ist Mutter Monika. Das ist Mutter Monika. Da oben ist ja, kannst du geben. Ah, Heidi, guck da schon. Schön. Also ich spiele gleich ein Lied von Aha. Aber warum? So weit muss. Ja? An das sich sowieso wenigstens mehr rantrauen, aber heute ist so wie mein Film. Aber kann ich keine Spur reinlassen, ja. Okay. Ich fange schon mal an. Clarissa möchte mich vielleicht irgendwie begleiten, so zum Beispiel. Oder? Ich will das nehmen. Aber es passt vielleicht nicht so arg, oder? Ach, ja. Obwohl, passt zu Hansi. Mach mal. Spiel einfach mal drauf los. Ich lass mich nicht so an. Ich muss in deinen Ton kommen. Entschuldigung, alles Beifall. Du musst schon ein bisschen pusten, Schatz. Ja, dann halt nachher. Okay, also dann mache ich jetzt erstmal Hunting, High and Low. Und in der Zeit natürlich nicht. Also was auf entweder, also wir können auf G jetzt die total traurige Seeräubermusik machen, wenn du willst. Obwohl, ich kann ja mal probieren, das darauf zu singen. Das, aber Clarissa, ein bisschen mitmachen musst du schon. Also jetzt nicht bloß, ob es euch ja was Neues entdeckt oder so. She's sweeter now than my wildest
could be seen her, and I watched her slipping away. And now I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I go to, hunting high and low. There's no end to the lengths I go. Hält es aus. Searched a pounding of the heart next to mine. This is the sweetest love I could find. I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I go to, hunting high and low. Do you know what it means to love you? Jetzt kommt mein Lieblingspart. Der hat nämlich Ähnlichkeit mit dem Lied von Guns N' Roses, mit Estranged. Mal schauen, ob ihr das rausfindet. Es ist ein Geräusch, das man mit einer normalen Gitarre nicht machen kann. Deswegen mache ich so. Laut per anhaltliche Galaxis die zweitintelligenteste Lebensform werden. Und es sind nicht Katzen. Hunting high and low. Now she's telling me she's got to go. I'll always be hunting high and low, only for you. Watch me tearing myself to pieces, hunting high and low. Baby Anja noch voller Balkons. I'll always be hunting high and low. But as soon as I got the first kiss from you, I even know that I don't need to be afraid, that I could only just become in the position to really need to you, hunting high and low, because as it always wanted in my sweetest, sweetest dreams and darkest prayers, by the way, you're always by me, you always stand to me, you're near by me, you're so near by me. I don't need to hunt. And as long as I don't need to hunt, I even don't need a gun. Es wäre natürlich cool, wenn sie das gleich hinterher bringen könnte. Das klingt aber so scheiße bei mir. Mensch, hat sie. Und sau gut dabei. Also, bloß, by the way. Die Kamera wackelt dann dauernd so, was ich, Clarissa. Also ihr beide könnt euch streiten, wer die größere Profilierungsneurose hat. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es jetzt nicht bloß so aussieht, als ob das Server da wieder seine ganze eigene Scheiße baut.
Läuft sie überhaupt noch? Also steht immer noch live da. Ja, eigentlich schon. Auch Zuschauer. Ich überprüfe überhaupt nicht, du hast immer her. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so verkrampft, was wir da gerade machen. Oh, jetzt kommt ein Lied. Ach, scheiße. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden zwischen cool aussehen und wenn ich es noch ein bisschen lesen kann. Wahrscheinlich macht das Sinn. Ja, das macht. Und was noch mehr Sinn macht, ist, dass ich mir mal einen neuen Drucker kaufe. Als Sachkundeunterricht. Finish with my woman, cause she couldn't have me with my mind. People think I'm insane because I'm frowning. Things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me occupy my brains? Oh yeah, true. Things in life that I can't find. I can see them things that make true happiness. I must be blind. Ich brauch die Flöte. Hier, direkt vor dir. Must be blind. Wie gesagt, Sachkundeunterricht, da ging es halt jetzt um, also das war im Prinzip das Lied der, also Versuchspartner. Also das war, er singt da eigentlich die ganze Zeit über seine Versuchspartnerschaft und also eigentlich erwähnt er schon in der ersten Strophe, also es sind ja nicht alle Frauen super nett, so wie auch nicht alle Typen super nett sind, ist mir vollkommen klar. Und er singt da praktisch die ganze Zeit, also er bittet sogar Hilfe, er bittet sogar höhere Hilfe. Can you help me occupy my brain? Occupy my brain. Ozzy Osbourne. Ach so, jetzt kommt er wieder. Ach Gott, wie kannst du als Christ? Okay, ich mache eine Predigt drüber. Wen es wirklich interessiert, ist jederzeit eingeladen, Clarissa, sich an produktiven Gesprächen zu solchen Themen zu beteiligen. Was denn? Ist doch ihre Chance, und ich meine, ich bin ja bloß ein Pausenclown wie immer. Also das habe ich aber am Anfang der Sendung geklärt. Wer es nicht glaubt, kann gerne zurückspulen. Aber wir langsam mal schon drin. Schon locker eine Stunde, oder? Ich denke mal schon. Ja, geht schon weiter jetzt. Ah. So. Oh, die Fische kommen. Oh, Mann, Nemo. Erbarmen, zu spät. Die Fische kommen.
Ich spiele heute auch nicht ab. Nicht? Okay. Also. Clarissa. Der Clarissa fällt da jetzt bloß auch Blödsinn ein. So. Also, je, das ist irgendwie komisch. Je aggressiver die Clarissa wird, umso romantischer werde ich. So. Und was ihr jetzt nicht seht, ich schaue die ganze Zeit dann hier rüber. So, und das ist ja Anja. Dass ich mich auf den jungen Mann da verlassen kann, das weiß ich, seitdem ich ihn kennengelernt habe. Also wirklich ein sehr sensibles Lied. Ich habe es nie verstanden. Wahrscheinlich macht es mich deswegen alles so traurig. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen glaubhaft drüber. Nee, wahrscheinlich nehme ich es genauso wenig ernst wie ganz andere. Ja. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another fleshing chance and bliss, another kiss, another kiss. Days are bright, aren't filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. In Martin Brain, I'll do it again. Jetzt kommt ein fantastisches Klaviersolo. Ich versuch's mal zu imitieren. Favorite song and all I got was this kind of damage. Just like the problem. Ach Gott, scheiße. Aber es gibt auch Lieder, mit denen ich mich manchmal so persönlich aufbaue. Also ich meine jetzt nicht christliche Lieder, so. Ist noch irgendwo. Jetzt muss ich ganz blöd fragen. Nein. Hast du was verschwinden lassen? Yes. Okay. Alles? Warte mal. Ich habe ein Zettel von einem abgeschnitten. Ich mache jetzt bloß eine Minute Ostereier suchen und so. Ja. Dann bin ich wieder da. Nee, dann finde ich ja nichts. Ist mit Ostereier. Ja, ich suche noch ein paar Ostereier. Hier sind noch Ostereier. Hier sind Ostereier. Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Sören. Was machst du? Nix, alles in Ordnung. Ach, Mensch. Also, Ostereier suchen. In Zeiten des Ramadan übrigens. Ja, so suchen wir zu Hause Ostereier. Mir hat gestern ein Kumpel gesagt, ich soll so einen Scheiß halt machen. Wegen Jugendamt und so. Wenn das Jugendamt nicht in der Lage ist, sich um Jugend zu kümmern, dann müssen wahrscheinlich sehr viele Ämter umstrukturiert werden. Es ist für jedes Kind besser, ein paar Freunde zu haben, spielen zu gehen, auf dem Spielplatz zu dürfen. Überhaupt, das ist so aufregend. Ich erlebe da jetzt jeden Tag noch. Ich bin ja seit 7 Wochen Ziehvater von der Clarissa und so. Das ist so ein tolles Leben.
Und ich kenne das alles nur mit, hoffentlich dürfen wir auf den Spielplatz. Gestern durften wir zum ersten Mal wieder auf den richtigen. Boah. Hey, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber... Also, das Lied, das ich jetzt singe, das habe ich schon mal gesungen, aber das gibt mir immer so irgendwie das Gefühl... Naja, so halbwegs... Also ich kann mir da besser einreden, dass ich noch irgendwie in der Lage wäre. Auch von einer meiner Lieblingsbands. Da kann ich mich jetzt nicht entscheiden, soll ich es mit? Weil das ist ja alles live hier, so. Ich brauche mich halt schämen mit 45. Also ich habe zum Beispiel das so weniger spiegelt. Und ich weiß manchmal nicht, kann ich jetzt so besser lesen? Oder so? Ist da irgendeine Sonnenbrille gehabt? Bestimmt. Wie eine 100 Kronen. Die habt ihr aber nicht versteckt. Ja, das ist doch die Frage. Aber. Das ist doch der Tisch. Boah, das wird so geil. So. Wenn ich in 20 Jahren da das Video, wenn ich das nochmal kommentiere und so, ach Gott. An einem Tag, wo ich dachte, das geht mir wirklich schlecht. Als Lied, das ist nicht. Also ich kann es als Christ singen. Es erwartet Gottes Lohn, wer sich bemüht im Leben schon. Oh, oh. Von Tür zu Tür, trag meine Botschaft stets bei mir. Die Welt, sie ist ein Freudenhaus und wir machen das Beste draus. Ich biete euch den Opfernstock und außerdem bin ich noch total Rock. Ich bin der Rock'n'Roll, lieber Mensch. Ich bin der Rock'n'Roll, lieber Mensch. Ich bin nicht dick, etwas vielleicht. Ich höre Musik, Hauptsache seicht. Oh, oh. Wir müssen gleich nochmal eine Stufe übernehmen. Im Star Trek widme ich die Zeit meiner gesamten Wenigkeit. Zu treffen fahre ich immer hin, weil ich bei meinesgleichen bin. Trag manchmal Ohren wie Mr. Spock und außerdem bin ich noch total Rock. Bin der Rock'n'Roll über Mensch. Rock'n'Roll, lieber Mensch. Achtung, jetzt kommt die Katze, die Strophe bei uns sind Katzen. Jetzt tun wir mal so, als ob wir wirklich Unplugged drauf hätten. Haben wir gerade Katzen hier? So. Ah, da kommt einer. Gut, also es wäre jetzt zu cool, wenn der jetzt auch durch. Also es ist überprüfbar, hier laufen Katzen rum. Also, die dritte Strophe, ja genau, wenigstens mal reinschauen. Hi Nemo, ja, hallo Nemo, jetzt kommt die Strophe über dich. Weil da, das werdet ihr am Schluss merken, da heißt es nämlich nicht Rock'n'Roll Mensch, sondern Rock'n'Roll Kater. Mein Fehler, nee, alleine schon vor meiner Ehrfurcht und der Würde vom Nemo und ich sag's wie es ist. Auch voll Arnie. Es hat mit allen Katzen Spaß gemacht. Ich trag kein Fell und bin gescheckt. Mein Herrchen weiß, was mir so schmeckt. Oh, oh. Ich spiel auch gern mit Häkelgarn und Baldrian schmeckt abgefahren. Ich bin nicht lieb, nur weil ich muss und brumme gerne bei Genuss. Mein Frauchen kommt, wenn ich sie locke, doch außerdem bin ich noch total Rock. Ich bin der Rock'n'Roll über Kater. Ich bin der Rock'n'Roll über Vater.
Rücksicht auf die Leute, die an Außerirdische glauben. Jetzt natürlich auch noch diese zugegebenermaßen sehr, sehr lustige vierte Steckzeile. Und vielleicht, pass auf, jetzt, falls du das Video mal siehst, ich glaube gar nicht so wenig an Außerirdische, wie du denkst. Ich fliege über euer Land, bin von kleinen Galaxien zu euch gesandt. Und unser Mega-Laserstrahl bringt euch bald um, so ist normal. Das habt ihr gerade winzeln, wünscht euch nicht, ich tue schließlich nur meine Pflicht. Das habt ihr euch selbst eingebrockt und außerdem bin ich noch total Rock. Ich bin der Rock'n'Roll-Alien. Du die Apokalypse bewerkstelligen. Unglaublich auch ein. Ich bin der Rock'n'Roll Alien. Du die Apokalypse der Dachstellien. Oh, du der Rock'n'Roll Alien. Du mit Gold und Verderben behelligen. Gute Pose an, ohne Scheiß. Ja, ja. Ich merke sowas, ehrlich. Das ist auch so schnell, gell? Das unglaublich. Das macht Spaß. So. So. Mama, ich hab Durst. Dann trink doch was. Sag mal. Ha, Jugendamt, darauf habt ihr gewartet, gell? Dass ich jetzt Bier in die Hand drücke. Ich hab alle. Kein Bier, nicht Apfelschorle. Natürlich, selbstverständlich. Kein Bio, nein. Kein Bio. Das hier ist der einzige Haushalt, in dem Kinder überhaupt eine Chance haben, sich aufs 22. Jahrhundert, das war ja wohl, wenn wir aufhören zu rauchen, erleben werden, vorbereiten können. So, jetzt kommt ein sehr schönes Lied. Aber nicht mehr allzu lang, also im Haus kommt auf die Uhr. Echt? Echt. Nervst schon? Wegen Kindlein, muss ich spät. Ich bin kein Kind, ich bin erwachsen. Also du sagst schon, wenn es nervt. Ja, aber mach ich Zeit, ne? Aber das Kindlein ist ins Bett. Und sowieso. Noch 10 Minuten. Aber das ist jetzt wirklich ein Lied, das kennt ja keine Sau. Ja, aber eigentlich ist es ein sehr wichtiges Lied, gerade in dieser Zeit. Ich sing's jetzt einfach mal. Was? Ja, was willst du schon wieder? Ja, hier, freie Meinungsversuchung. Ich kann den ganzen Tag demonstrieren und abends meinem Kind die Meinung verbieten. Nutzt die Chance. Was? Ja, deine Meinung. Was wollte ich? Was willst du gerade machen? Sag irgendwas. Ein Lied oder. Sag Fach. Sag von mir aus Sachkunde, ehrlich. Nee, du wolltest dir irgendwas sagen. Aber ich will. Ja, was denn? Dann sag's doch. Du hörst auf, wenn ich aufhöre. Wie meinst du das mit jetzt? Gitarre spielen meinst du jetzt. Ach so. Ja, möchtest du denn, dass ich aufhöre? Nee, eben. Boah, das ist geil. Richtig. Ich habe eine Tochter, die mir ein... Hey, ich bin schon besser als Tom Mariah. Das ist nachgewiesen mit Googles. Ihr wisst, dass ich Tom Mariah liebe. Es gibt ein fantastisches Bild von ihm, wo seine eigene Tochter ihn auslacht, weil er so sagt, oh, wait, weil sie gerade wieder irgendeinen Grammy gewonnen haben oder so. Und dann steht irgendwie drunter, ich kann das super gut Englisch. You can even be in Slayer and still your daughter will take you for an idiot. Und die Clarissa habe ich jetzt schon so weit, dass das gar nicht lassen kann, solange ich nicht aufhöre, gell? Ich liebe ihre Gitarre, offenbar. Offenbarung. Diese Investition werde ich weniger bereuen als die von dem Roboter. Aber jetzt kommt wirklich ein wichtiges Lied. Also das ist auch wirklich inhaltlich wichtig so und das. Also dafür stimme ich es auch nochmal kurz. Hör mal kurz auf. Bitte, danke. Also das Lied kennen sehr viele Leute wieder nicht.
Ah, für die Ärzte reicht's. Hab ich ehrlich gesagt noch nie so richtig gesungen, aber ich weiß, dass der Text so schön ist und so in diese bescheuerte Zeit reinpasst. Übrigens, ich glaube, dass das gut ausgehen wird alles. Ich glaube, dass wir spätestens im August nur noch am Feiern sind. Wirklich hell. Wenn das mal alles so einfach wäre, dann gäbe es keine Probleme mehr. Die Polizei könnte nach Hause gehen, da muss man die nicht mehr anzünden. Wenn das mal alles so einfach wäre, dann hätte ich drei Sorgen weniger. Damit wäre die Welt voller Zuversicht. Ja, aber so einfach ist es leider nicht. Okay, meine Frau fängt an zu gehen. Es gibt nur eine Chance, das zu verhindern. Ich singe jetzt ein Lied. Clarissa, du musst dir jetzt aus juristischen Gründen jetzt die Ohren zuhalten. Wieso? Weil du das auf keinen Fall wissen darfst, was in dieser Welt wirklich los ist. Wieso? Ach, dann hör, Latz. Okay. Hey, YouTube. Hey, schmeiß mich gleich raus, ey. Hey. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich weiß, dass jetzt. Das muss jetzt so richtig blöd werden. Das ist denn mit dem Schlaflied oder was? Nee. Nee, ich mach's nicht. Beide überzeugt. Ja. Nee, Gott hat gerade gesagt, lass so einen Scheiß. Kannst du die Ohren wieder aufmachen? Alles in Ordnung? Ich habe gerade eine Idee gehabt, aber das ist eigentlich gar nicht der Flow. Sören! Mich finde ich, dass du das Schlaflied singst. Darf ich was singen? Das Schlaflied. Das wollte ich auch gar nicht singen. Weil da ist ein Monster dabei. Ich habe es überhaupt nicht gesungen. Ich habe das den beiden als Vorschlag, wo du eigentlich gar nicht dabei warst, empfohlen, und es wurde da schon mit 2/3 Mehrheit abgelehnt. Übrigens, wenn das Grundgesetz wirklich funktionieren würde, dann hätte man die ganze Scheiße überhaupt nicht. Da steht es nämlich ganz klar drin, mit 2/3 Mehrheit kannst du die Kanzlerin sofort absägen. Schröder hat so hingekriegt 2005, auch wenn er nur den Gazprom-Job gewollt hat, aber das ist so. Jungs, und ich weiß, warum ich Urlaub habe.
Clarice, bitteschön. Ja, okay. Aber bitte auf mich. Nö, ich schieß nicht auf dich. Nö, du hast ja auch auf die Katzen abgesehen, oder? Nö, hab ich nicht. Nicht auf die Miete schießen. Ne, das macht's, glaube ich, oder? Clarissa hat übrigens nur aus einem Grund Angst davor, dass ich das Schlaflied singe. Da ist ein Monster dabei. Ja. Ach, Clarissa, das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast Angst, dass du danach ins Bett gehen musst. Nein! Das ist alles. Nein! Ach, du weißt jetzt schon, dass du hier machen kannst, was du willst. Ja, ich weiß. Pff, verloren. Komm, los. Was soll's? Allein für die Unterhaltung lustig. Okay. Clarissa, also du bist ja nicht die einzige Tochter, die sich über ihre eigene Mama lustig macht. Liebe Stunde, mach mal kurz. Da müssen wir noch schneller werden. Ach so. Also was Wechsel angeht. Also lernst du alles. Mhm. Also jetzt kommt ein Lied. Das weiß ich jetzt schon, dass der Günther ist übrigens mein Schlagzeuger hier. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er sich, dass wir das hier überhaupt machen, so irgendwie, weil, ja, ich glaube, wir waren noch nie so ähnlich krank wie jetzt, kann man das so sagen? Das ist ein ganz, ganz doofer Vergleich. Aber, ja. Ich hab körperlich, du. Meinst du wegen Corona, oder? Genau, ja. Naja, nee. Wir haben ja alle Corona. Ja, gut, ja, also Corona, das ist ja das, was uns überhaupt verbindet und so. Seitdem finden ja auf den Straßen nur noch Partys statt, seitdem es endlich dieses fantastische Corona gibt. Ich habe in den letzten zwei Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr 25 bin. So shall it be written, so shall it be done. Clarissa ist da, das heißt, ich kann der Clarissa, und es, also das habt ihr ja nicht vergessen, also es geht hier vor allem um Sachkunde. Clarissa, du musst dich einfach mehr in den Vordergrund spielen, ich kann das jetzt einen dann dauernd da rumfummeln, okay? Willst mal du gesehen werden? Mit der Knarrfall-Trump-Fuck ist übrigens genau das, was die uns scheiße finden, sehen wollen. Ja, also Antifa, hiermit habt ihr euer Foto. Typisch auch so von einem Rechtsradikalen. Übrigens, ich kenne ja alle vom Jugendamt. Ich kenne die vom Saufen. Ich auch. Ja, es ist völlig normal, irgendwann mal mit der eigenen Mama zu sagen, ach Mama, hast du wirklich alle Tassen im Schrank? Eine Gruppe aus Schweden hat es in etwa folgender Form tatsächlich zu einem Welthit umfabriziert, den ich in einer sehr, sehr bescheidenen Version jetzt für euch interpretiere. Mit der fantastischen Unterstützung von meinem einzigen anderen Bandmitglied, übrigens zu 50% an jedem Gewinn beteiligt, Günther Schork. Und unser Geheimnis ist die Erfolglosigkeit. Aber dieses Geheimnis gilt nur für die Schweizer Kunden. I've been cheated by you since I didn't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear your bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. Yes, I feel broken hearted. New since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. Was hat viel Spaß mal kurz? Kurz mal Flöte zum Mini-Solo.
Canada for the Brazil. Ba-ba-ba-ba, then when you go, when you stand the door, I think you know that you're doing your love too long. You know that I am not strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how I missed you. Mamma mia, day-to-day, now I really know. My, my, I could never let you go once again. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how I've missed you. Yes, I've been broken-hearted. Blue since the day we parted. Why, how I never let you go? Mamma mia, now I really know. My, my, I could never let you go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, I need a kiss. Mamma mia, come on, come on, come on, come on, don't be a pussy. Mamma mia, never let me go. Mamma mia. Now I understood. Mamma mia. Falls die Band ABBA außer dem fantastischen ersten Mal, wo auf Hebräisch. Vater? Nee, sogar Papi gesagt wird. Papi, ja. Also die Römer 8 Fans sind durch, die wissen das. Papi. Okay, nee, aber ich mache so ein bisschen was, damit die Clarissa auch ein bisschen was lernt. Clarissa muss lernen eigentlich. Also für alle, die nicht an QAnon glauben, also wir können ja theoretisch noch verlieren. Aber auch diese Aussage, für diese Aussage wurde ich auch gut bezahlt. Wir können nicht verlieren. Wir können nicht verlieren. You're Satanist, you were fucking the world for about 100 years. And now, this is the end. This is really the end. It's the final. The bears will still be in the world. What the fuck? I know the devil hates me. I believe in Jesus Christ. Definitely. Absolutely. But I know that Trump and Putin and maybe even the big chief of China are really working hard in these weeks to part of them, kill them, take them in arrest. They were fucking children. They consume adrenochrome. If you don't believe, then Google things like this. Ach so, ob das jetzt in ein Kindervideo gehört? Nee, natürlich nicht. Deswegen singe ich jetzt noch ein sehr, sehr harmloses Lied. Ich singe jetzt ein Lied aus meinem. Es gab damals so in den 80ern, da gab's Filme, da wusste man nicht, ob es Kriegsfilme oder Antikriegsfilme sind. Kennst du das Problem auch eigentlich? Was? Also Unterschied zwischen Kriegsfilm und Antikriegsfilm. Bei dem kommt Gewalt vor. Ja, das stimmt. Also beides Vorteile läuft eindeutig, ja. Gut. Genau, es ist also, ja, eindeutig. Bei manchen Liedern weiß man ja gerade, also Lieder sowieso nicht. Nee, stopp, nein. Revoco. Der Satz, den sie damals von Luther verlangt haben. Den habe ich übrigens heute von Simon Poppe verlangt in einem Kommentar. Das heißt auf Lateinisch, ich widerrufe. Ich habe eben zu schnell gebabbelt und zu wenig gedacht. Also, wo wollte ich noch? Clarissa. Irgendwas mit Gewalt. Irgendwas mit Top Gun oder sowas? Das kommt jetzt gleich. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Und, Nein. Ja, anscheinend habe ich doch nichts zu widerrufen. Okay.
Das trägt jetzt bestimmt voll dazu bei, dass die Zahl meiner Abonnenten über 100 steigt. Dass mir nicht mehr einfällt, was für ein super Joke ich jetzt verbringen wollte. Ach komm, Mann, den Übergang werden wir noch hinkriegen. Das war das Letzte. Die boxen sich. Mama Mia, okay, kann man sich vorstellen. Sören, das also, Mama Komplex. Die streiten und boxen sich da. Dann. Ja, aber sie therapieren sich auch. Sie ist auch immer so. Warum ist alles Therapie? Meine ist diese hier. Nee. Stopp. Bitte nicht mehr hauen. Ach so, schön. Jetzt trommeln. Ach so, weiter, ja, schön. Jetzt musst du trommeln. Jetzt ist schwierig. Ach Gott. Günther, wie wäre es nicht mit dich einfach für 100 Euro im Monat oder so? Weil wenn es zu wann kommt, bist du da. Ich würde jetzt sofort, würde ich jetzt sofort. Na, das klären wir nachher. Also okay. Also von Mama Mia zu dem Lied, das also mir in den 80er Jahren sehr viel gegeben hat. 80er Jahre, da war ich ungefähr 70. Also ich fühle mich gerade wie 95. 13, 14. So. Ah, ja, genau. Dafür heiratet man eine Regieassistentin. Uralter Trick. Ja, und es gab bei mir auch mal eine Zeit, wo ich, und dazu stehe ich total, wirklich. Also ich bin Fan von Top Gun und ich hoffe wirklich, dass die ganze Corona-Scheiße spätestens dann frei ist, wenn Top Gun 2, den gibt es jetzt wirklich, in den Kinos kommt. Angekündigt für Sommer 2020, okay? Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Amis dann, ja, hurra, hurra, ey, ich will bloß noch in Freiheit leben, okay? Freiheit. Uralter Hippie-Traum übrigens. Der einzige Weg zur Freiheit ist Christus. Na, dann trink doch, da hinten steht was. Ich reiche es dir, First Lady. Also, du willst ein bisschen. Second, bitte. Second Prinzessin, Lady. Prinzessin, bitte. Okay, aus diesem Lied gleich dahinter, aus lauter schlechtem Gewissen, ein Lied für meine Königin. Naja, also falls es wirklich mal einer zuguckt, vielleicht schneide ich es da nochmal zusammen. Ich bin gerade kreativ, so das, nein, ich, es ist einfach eine gute Zeit, eine neue Zeit, eines neuen Bewusstseins. Ach komm, Männer, machen wir uns alle nichts vor. Mama, komm mal. Clarissa hat uns nicht alles verraten. Was? Das ist klasse. Also mal schauen, ob ich es hinkriege. Also ich versuche jetzt wirklich mal den Anfang von Top Gun, okay? Sagt den meisten von euch eh nichts. Von 0 Zuschauern vielleicht die Hälfte. Er geht immer noch. Nein, aber ey, ich bin um jeden dankbar, Dad. Und übrigens abonniert mich auf YouTube, okay? Also nicht wegen der Kohle. Also ich werde Kohle immer ablehnen. Deswegen bin ich so frei, weil ich kein Geld brauche. Glaubt ihr mir das? Wenn ihr mir das nicht glaubt, schreibt mich an, ruft mich an. Meine Nummer steht im Netz, ist alles klar. Du rufst schon der Erste. Oh, nee. Steht klar, ey. Okay, Mädels. Also. Alle Wege zu dem Gipfel der Romantik. Und als ich noch keine Ahnung davon hatte, dass Mädchen nicht nur böse sind. Aber das ist wirklich das erste Mal. Ich versuche jetzt mal, da einen guten Übergang hinzukriegen. Okay? Also das ist der Anfang von dem Film Top Gun, okay? Das Problem ist, dass es aus zwei Liedern besteht, die sich eigentlich völlig rhythmisch widersprechen. Doch, krieg ich hin. Bisschen Kreuzweh. Bestimmt das schlechte Gewissen. Thank you.
Force 968, der Ross, US Navy Force Unit. There was a new exhibition system, also Ausbildungssystem, wollte ich sagen. Also now social pedagogy but militaristic. And of course also strategic, melodic and pedagogic. Das waren einfach irgendwie ehrlichere Zeiten. Und die kommen wieder. Regieassistentin, Kamerafrau, perfekte Percussion-Woman. Leute, wollt ihr wissen, warum ich an Gott glaube? Oder habt ihr es längst verstanden? Ja gut, das ist schon mal top, dann sind wir kurz sagen. Ja, so, das ist das Ding. Also, was heißt es, dass alle anderen ins Bett können? Oder? Dass sechsjährige Kinder ins Bett gehen sollten, auch zu Corona-Zeiten. Die wirkt übrigens todmüde. Ist egal, aber ich finde todmüde. Und sie muss auch ins Bett. Okay, just one last song, please. Oh, man. Just for my age. Yeah. And the third man, okay. Okay, echt? War das wirklich eine Idee? Wahrscheinlich ja. Hast du es da? Was? Okay. Ey, das Sandman habe ich geguckt. Also, das ist auch schön. Okay. Wie euch. And the third man. Yeah.
Also ich bin vielleicht mal abgesehen von Nothing Else Matters noch das langweiligste Lied aller Zeiten. Von der besten Band der Welt außer Slayer, nämlich Metallica. Ja, lass mich los. Achso, das wäre übrigens super cool. Also da könntest du mir jetzt wirklich helfen. Ja, du musst mir eigentlich bloß nachbabbeln nachher. Wenn nicht, imitiere ich deine Stimme. Ja. Okay? Hab ich dein Wort? Dein Indianer-Ehrenwort? Nein. Na, dann mach ich es wie immer selber. Na, und? Das ist eine Idee, dass ihr beides zusammen macht. Genau. Das ist auch irgendwie so typisch dieses Family Körpers, finde ich. Also machen wir das so. So. Also, Mama sieht man aus gutem Grund immer noch nicht. Aber immerhin die Hälfte der Tochter. Und diesen, die Hälfte der Tochter ist doppelt so schlimm wie die Mutter. Muss ich mal vorstellen. Ich will es auf ausdrücklichen Wunsch meiner Gattin, die halt so ein bisschen auf den 80ern hängen geblieben ist. Ja, ein Vorwurf, den man mir Gott sei Dank nicht machen kann. Einmal lässt mich. Gerade der langweiligste Part. Deswegen kann ich dann noch kurz erzählen, warum Leute für uns überhaupt spielen. Das haben wir bloß, weil es Enter Sandman heißt und die Kleine ins Bett muss. Der Sandman, also das ist wirklich die amerikanische Version vom Sandmännchen. Und jetzt halt die erste Strophe. Forget my son, turn a clue to rewind. Tuck your way in one within, till your crippons in, until the center becomes. The world born I open, ripping your pillow tight. Exit light, enter light, wave my hand.
never, never land. Ich habe jetzt ausnahmsweise schon drei Strophen gesungen. Deswegen sollten wir jetzt zu dem übergehen, was wirklich drauf ist. I say me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake. Pray the Lord my soul to take. Ah, little baby, don't say you were. And never mind that, no, you hurt. It's just the wings under your bed. In your clothes and in your head. Damals Michael Jackson, take my hand. Nee, 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 nee. We have to never, never let. Es gibt keine Chance, das zu verhindern. Sowas nennt man einen magischen Moment. Nein. Okay, Baby, okay. Also wir können mal kurz diskutieren. Sozialpädagoginnen, leg einfach mal eine Slayer-CD auf. Weiter, um was geht jetzt? Mann, das ist genial. Das ist sowas, The Road to No Way. Erst quälst du mich gerade wieder. Ja, dann sollst du mich quälen. Ja, geh zum Zurück. Nein! Ist doch alles ganz einfach. Ist doch alles ganz einfach, habe ich eben noch gesungen. Ach, ist ja was, Jungs. Eigentlich ist das Tier wieder einfach. Ach, das ist keine Milch mit der Bierdose. Deswegen werde ich sie morgen los. Ist dem auf jeden Fall. Say goodnight to your fellows. And. Close the video, please. There is no interest in much more self-production no, by my side. No, it's not. Not even from you, my sweet little girl. Just one. After this. Just one another song, just for you. Nein. No, Søren. Okay. Close the video down. Deine Tochter macht gerade Sport. Ja, das macht euch so. Good night. Wir brauchen eine völlig neue Pädagogik. Ich bin sofort bereit, Kultusminister zu werden. Als würdig erwiesen habe ich mich heute Abend übrigens ordentlich unsere, meine ja, Tochter in. Jetzt hätte ich was gesagt, in Bewegung, aber. Also, ich weiß noch nicht, wo sie heute schläft. Die hat eigentlich ein eigenes Bett, aber meistens stürzt dann doch wieder mich und meine Frau bei bei der Reproduktion. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles erzählt, was euch überhaupt nichts angeht. Macht's gut und Gott segne euch reichlich. Das meine ich immer noch voll im Ernst.
Okay? Ich bin der Gossenguru von der Jesus Family Kurpfalz. Hier ist übrigens jeder Gossenguru, okay? Wir sind junge und ältere und vor allem jung gebliebene Christen, die kapiert haben, dass Gott nichts anderes sucht als Leute, die in dieser Welt als Verlierer gelten. Und ich fühle mich wohl in diesem Club. Bye, bye.